Hallo Kaffeefreunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Cafissimo Pio von Shibo einen Filterkaffee zubereiten könnt. Die Filterkaffeekapseln sehen so aus, haben eine blaue Grundfarbe, werden dann einfach hier oben in den Kapselschacht eingelegt. Der Verschlusshebel wird verschlossen. Bevor man jetzt die blaue Taste drückt, muss natürlich noch eine Tasse hier unter den Kaffeeauslauf. Dafür verstellt man einfach hier dieses Abtropfgitter etwas, dann passen noch etwas höhere Tassen unter den Kaffeeauslauf und dann wird einfach die Filterkaffeetaste gedrückt. Standardmäßig werden da 125 ml ausgegeben. Man kann die Tasten aber auch individuell programmieren von 30 bis 300 ml. Sobald die voreingestellte Wassermenge in der Tasse ist, stoppt die Maschine automatisch. Man muss sich darum gar nichts weiter kümmern. Im Anschluss muss dann nur noch die Kapsel ausgeworfen werden und dann ist der Filterkaffee auch schon fertig zubereitet mit der Cafissimo Pure Kapselmaschine. Ihr seht, jetzt stoppt die Ausgabe wieder automatisch. Die Maschine piept jetzt zweimal und schon ist der Filterkaffee fertig zubereitet. Dann einfach noch die Kaffeekapsel auswerfen und der Filterkaffee ist schnell und einfach zubereitet mit der Cafissimo Pure Kapselmaschine. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Vielen Dank!